true. If you wanna be loved, oh baby, you gotta love me true. Oh yeah. Die Wirtschaftsgemeinschaft Montafon lud auch heuer, einen Tag vor Vatertag, zum mittlerweile traditionellen USK-Treffen auf den Schrunser Kirchplatz. In Zusammenarbeit mit den USK Friends Rheintal und dem Burning Wheels USK Club Austria kamen alle Fans dieser Legenden auf vier Rädern voll auf ihre Kosten. Traumhaftes Wetter, feuriges Barbecue, kühles Bier und Rock'n'Roll vom Feinsten mit Chris Aaron and the Croakers. Männerherz, was willst du mehr? Heuer ließen sich die Verantwortlichen der Wiege Montafon etwas ganz Besonderes einfallen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das jetzt durchziehen. Eigentlich das vierte Mal, einmal hat es verregnet. Und dann haben wir uns überlegt, irgendetwas Neues zu machen, irgendetwas, was eben Charity-mäßig geht. Und da sind wir dann mit der Stunde des Herzens zusammengekommen. Und die Fahrer waren sofort begeistert. Also es sind einige Extrawegs dem mitgefahren, die sonst vielleicht nicht mitgefahren wären. Und haben dann die Kinder mitgenommen und haben denen einen Wunsch erfüllt. Ja, ist eine riesengroße Freude, weil es doch einmal eine einzigartige Veranstaltung ist. Und gerade für unsere Kinder, die sowas einmal erleben dürfen, ist es natürlich ein unvergesslicher Tag und natürlich in diesem wunderbaren Ambiente da in Schruns. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Geschenk für mich und natürlich für die Familien. Das ist wunderbar. Also vielen Dank an Schunde des Herzens, an Joe, dass der das organisiert hat. Das ist ein Traum. Ich habe mich, glaube ich, mehr gefreut als der Sebastian. Wenn man Mama von einem besonderen Kind ist, da gibt es nicht viele Wünsche und, oder Spielsachen und sowas ist da nicht erfreut. Aber sowas ist natürlich immer sehr selten. Und wenn es natürlich einmal gibt, ist das natürlich für Mama und fürs Kind das Happy End. Das ist ein Lotto 6er. Die Kinder haben eine wahnsinnige Freude damit und so viel ich weiß, wird auch pro Kind, das wir mitgenommen haben, von jemandem was gespendet. Da kommt das in den Spendentopf hinein und insofern haben wir unsere Autos in den Dienst der guten Sache gestellt. Das haben wir gern gemacht. Es ist eigentlich selbstverständlich für uns, dass wir eigentlich so noch was mitmachen. Es ist super organisiert und wenn es dann auch noch so eine Charity ist, dass es auch noch für die Kinder noch was ist, ja, auf jeden Fall. Und mir nichts weder Fall gesehen, dass die auch eine brutale Auto haben dran. Wir machen das gern, wir sorgen die Autos gern, wir fahren die Autos gern und wenn man den Leuten auf Röd machen kann, sind wir da gern dabei, natürlich. Was macht eigentlich die Faszination USK aus? Es gibt ja auch Lada Tiger zum Beispiel. Gibt's auch, ja. Also ich rede jetzt mal von mir persönlich, das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Ich will kein anderes Auto schlecht reden, überhaupt nicht. Für mich ist das einfach die Formen, der Sound, das Rundumpaket vom Auto selber. Ja, das ist halt die US-Cars, die aus der Zeit, 50er, 60er oder älter so gerne. Das hat einfach nochmals, das ist halt ein Hobby einfach. Ja. Oh, das ist ja bei mir schon in Kindheit angefangen. Der Opa vom Opa, der Kollege, hat dann vorab Mustang gehabt. Und ich habe nur das Pferdli gesehen, der Motorhube, also gerade auf die Höhe gekommen. Und seit dort weg ist für mich V8. Das ist der Sound von dem Auto, das ist gemütlich dahin cruisen, die Gemeinschaft, was wir haben da im Land bei uns. Also es ist schon alles rundherum, das Rundum-Paket. Das ist einfach so ein V8 oder V10, das hat einfach Power. Das ist einfach das, was jedes Männerherz höher schlagen lässt. Mein Herz schlägt amerikanisch, ist so. Wie schon in den Jahren zuvor, konnten auch heuer alle Väter einen Sechserträger Vornburger Bier mit nach Hause nehmen. Einzige Auflage? Ein Kassenbeleg über mindestens 10 Euro eines Wiege-Mitgliedsbetriebs. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war zweifellos die Verlosung eines Kugelgrills der Marke Napoleon im Wert von 490 Euro. Wie denken eigentlich echte Benzinbrüder über ihre Leidenschaft? Hubraum statt Wohnraum, das trifft es ziemlich gut, ja genau. Ja.
it's true. Understanding's all for those problems, baby. What am I gonna do? If you wanna be hot, well, you gotta hug me too. If you wanna be hot, if you could hug me too. Oh, here goes I am on one side. No fair. Yeah.